Straße, da kommt ja Ordnungsamt, ich weiß nicht, Gesundheitsamt, also auf jeden Fall Ordnungsamt. Und sagen wir, dass keiner zu Hause war, ja, hat sich entleert. Hat mich ein bisschen empört, weil, sagen wir so, ist ja Ordnungsamt, der soll uns Beispiele also geben, wie wir uns verhalten sollen. Man darf ja nicht einfach irgendwo pinkeln. Ich meine, sind ja auch öffentliche also Toiletten, gibt ja Restaurants. Und da ist ein Beamter, der dafür sorgt, dass in unseren Städten Ordnung sein soll. Das sind auch nur Menschen, also das verstehe ich auch auf seiner Seite. Aber der muss ja uns Beispiel geben, wie wir uns verhalten sollen. Ja, und wenn man sowas sieht, also wenn er darf, warum darf ich nicht? Die Leute sind ja von da gekommen, haben hier, hierhin sind die gegangen, also versuchten zu schellen. Leider macht er keiner auf, weil die Wohnung leer ist oder das Haus leer ist. Ja, da kam ja noch einer in Ordnungsamtjacke. Der andere war schwarz angezogen mit Papieren, also Unterlagen, wie auch immer. So, da stand er hier mit den Unterlagen und der mit der Weste ging er einfach hier hin, ohne sich umzudrehen, raus und urinieren. Vor allen Dingen, bevor man bei mir auf das Grundstück drauf geht, steht ja großes Schild, Videoüberwacht. Dass man das nicht sieht, das verstehe ich nicht. Irgendwie, ja, ich weiß nicht, man kann ja nicht beschreiben. Also, wie kann man so dreist sein, als Ordnungshüter sowas zu machen? Ja, gerade Glück in Unglück, dass ich also Kameras habe. Sonst hätte ich da nie erfahren, dass sowas bei mir auf dem Hof passieren kann. Und vor allen Dingen durch Behörde.